So Leute, willkommen zurück zu Fußball Manager 17. In der letzten Folge haben wir 3:2 gegen Wolfsburg gewonnen, dank einer Traumeinwechslung von Anthony Modest. Ja, ich habe mal wieder Händchen bewiesen, würde ich sagen. Nein, Modest war natürlich echt verdammt stark im letzten Spiel. Und wir sind natürlich immer noch im Livestream. Ja, Chat läuft immer noch in der Ecke oben links vom Bild durch. Und ja, wir haben ein bisschen was offscreen gemacht. Können wir jetzt direkt mal anmerken. Wir haben ein paar A-Jugend-Torhüter gescoutet, bis wir uns dann entschieden haben. Leute, Impact ist doof. Also Maurice, jetzt mal ernsthaft. Ja, warum machst du das immer zum Anfang der Folge? Hallo YouTube. Ah genau, schreibt mal, spam mal hallo YouTube, ne? Damit die auch Bescheid wissen. Alter Klappbauter. Ja, richtig. Gut, dann haben wir noch zwei Spielern, deren Verträge auslaufen, ein Angebot gemacht. Erstmal den Dupont. Jonas, wir nennen ihn einfach Jonas. Ein Holländer, 9-Sterne-Talent, Linksverteidiger. Richtig geil. Ja, kriegen wir ablösefrei. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Und dann haben wir Kovalenko ein Angebot gemacht. Ein Einjahresvertrag. Ein ziemlich zu teuren Einjahresvertrag eigentlich. Aber wir hoffen halt, dass wir den nach der einen Saison dann direkt verlängern können und ihm einen adäquateren Vertrag geben können, der uns besser gefällt, ja. Und der Plan war eigentlich, ihn zu verleihen in der nächsten Saison dann. Weil er ist ein echt gutes Talent, 23 Jahre jung. Kann man eigentlich ganz gut machen, denke ich. Heute geht es dann gegen Frankfurt in der Liga. Letztes Spiel war ja schon wieder viel zu knapp, genauso wie das vorletzte gegen Hamburg. Da war es ja auch kurz vor Ende, haben wir uns da durchgesetzt. Alle Daumen nach unten. Falio, nicht. Richtig. Gut, gehen wir weiter. Ja, wir können wahrscheinlich jetzt noch, wir kriegen jetzt wahrscheinlich dann noch die Benachrichtigung, dass die den Vertrag annehmen, hoffe ich zumindest. Und wir sehen hier, oh, City hat sich einfach mal Embolo gegönnt für 67 Millionen. Kann man machen, wenn man City ist. Wir können das noch nicht. Obwohl, 67 Millionen hätten wir uns auch leisten können. Aber ich glaube, Embolo wäre nicht zu uns gekommen. Und der nächste von... Danke für den Follow. Danke. Das ist unnötig. Was für Namen? Atletico hat auch 80 Millionen ausgegeben, ey. Das liken alle, sonst schließt Impact seinen Kanal. Auf jeden Fall, Maurice. Ja, wenn nicht genug Likes da sind, bin ich immer richtig traurig. Kovalenko wechselt ablösefrei zum 1. FC Köln. Damit ist er sogar schneller als der Jonas gewesen. Krass, traut man erreicht Trainingsziele, machen wir einfach weiter. Ja, Kovalenko ist schon da. Das Angebot konnte er nicht abschlagen. Ja, also er ist noch nicht da, aber er wechselt am 1.7. Da haben wir schon mal den ersten guten Transfer für die nächste Saison gemacht. Moin, yo. Moin, moin. Und ich würde sagen, wir gehen mal weiter, oder? Können doch mit unseren Leuten reden. Wer redet denn schon mit seinen Leuten? Wir gehen einfach weiter. Und hoffen auch, dass der Jonas jetzt zu uns kommt. Oh! Auslosung der besten Liga europaweit. Ja, der Euroleague. Weil wir es ja schon wieder nicht geschissen bekommen haben. Ach du Scheiße. Euroleague. Achtelfinale. Schalke, Lyon, AC Mailand, Chelsea, Real Madrid, Arsenal, Barcelona, Manchester City, Dortmund, Bayern, Manchester United und Valencia. Ich denke, wir sind in der Euroleague und nicht in der Champions League. Was geht denn hier? Leute, kann mir das mal erklären? Ach, das ist die Youth League. Alles klar. Dankeschön, ja, Mavi. Ja, Mavi macht wieder Sachen gut. Und unsere Jugend spielt gegen AC Mailand. Alter, ich war gerade echt kurz verwirrt, ne? Ich war gerade echt... Er checkt es nicht. Ja, doch, ich hab's gecheckt. Ja, Mavi hat's jetzt zum Glück direkt geschrieben. Jo, schau doch mal auf YouTube nach. Ja, auf meinem YouTube-Profil. Ja, das war Chat, Ausrufezeichen, YouTube oder unten. Da habe ich ein Tutorial gemacht, wie man sich die aktuelle Datenbank runterlädt. Ja. Hahaha, Fail. Ja, wow, ich habe mich mal einmal verguckt. Wow. Stenzel für 11,5 Millionen? Nein.
Der Mobot macht's von alleine, Maurice macht's auch nochmal. Ah, spammen musste nicht, Maurice. Und der wechselt auch ablösefrei. Hammer, das nächste Talent. Maurice! Aufhören! Nicht spammen. Nicht spammen. Spammen brauchen wir nicht. Ja, nächster haben wir beide Leute bekommen. Sehr, sehr nice. Und jetzt fällt Golovin für 2 Tage aus. Ist aber auch wieder fit gewesen, okay. Trainingsziele erreicht. Ganz viele Trainingsziele werden erreicht. Sehr, sehr geil. Wir gucken gerade auch nochmal rein, wie lange unsere Trainingsgelände noch brauchen. 3 Tage noch. Ist okay, kann man machen. Gut. Gucken wir, wie wir heute reingehen. Ich denke, wir werden heute Heinz eine Pause gönnen. Dafür spielt dann Wanyama. Denn Heinz braucht eine Pause. Den geben wir dann auch mal die komplette Pause. Dann nehmen wir Kämpf mal wieder mit. Dann nehmen wir Pulisic heute auch mal wieder mit. Auf die Bank. Der braucht... Wir haben viel zu viele Außen. Denke an die Leihspieler. Die gucken wir uns jetzt auf jeden Fall auch noch an, Maurice. Natürlich. Habe ich nicht vergessen. Ja, können wir eigentlich so... Ja gut, jetzt haben wir aber niemanden. Ja, wir müssen eigentlich Lehmann noch mitnehmen. Rolando, meinst du? Für alle Liker gibt es ein Freibier auf meinen Nacken? Naja, auf meinen Nacken gibt es keine Freibiere. Nee, nee, nee. Der nächste, yo, dankeschön für den Follow. Dankeschön. Was ist heute los, ey? Ist ja krass. Ich hoffe echt, wir werden nicht gecopyright-striked wegen dem Tequila-Sound. Ich hoffe einfach mal. Ich komm. Ja, ja. Ja, wir zeigen jetzt noch die Jugend, Leihspieler. Und der nächste. Porno-Schnitte. Dankeschön. Erst das sind die Neuen und die Laien. So, Laien hatten wir jetzt. Ja, Eggestein macht doch eine wunderbare Saison, oder? Bei Düsseldorf. Hat auch schon Marktwert 15 Millionen jetzt. Verdient nur 200.000. Da wird auch eine Vertragsverlängerung fällig, wenn er wieder da ist. Ja, Sonnenberg eigentlich auch ganz okay. Marzian macht auch eine gute Saison, auch bei Düsseldorf, ja. Die beiden reißen das da gerade so ein bisschen bei Düsseldorf. Ja, Özcan hat eine ziemlich schwere... Schickt uns immer mit der Post. Alles klar. Ich schicke euch Freibier mit der Post. Macht da auf und es schmeckt total scheiße. Moin Jerry. Ja, alles gut. Wir sind gerade mitten in der Aufnahme für Fußballmanager. DHL dauert halt länger. Özcan hat eine ziemlich anstrengende Saison ohne viel, Fortschritt in England. Ja, das braucht er vielleicht auch mal, ja. Dann unser Eret, unser Deutsch-Brasilianer bei Braunschweig. Ja, macht eigentlich auch eine ganz solide Saison. Maurice. Bei Kiel hat er sich echt gut weiterentwickelt. Auch Stammspieler natürlich, 10 Millionen Marktwert auch schon. Also da wird langsam auch... Wird langsam auch eng. König, ja, spielt auch eine gute Saison. Und Ulrich... Auf den hoffe ich ja in der nächsten Saison sowas von, ne? Also, dass der bei uns Stammspieler wird. Ich denke, er wird auch Stammspieler werden bei uns in der nächsten Saison. Müssen wir mal gucken. Und Sky entwickelt sich eigentlich auch ganz gut, hat eine 68 jetzt. Ist okay. Ist auf jeden Fall okay. Aber Eggestein ist halt wirklich 19 Spiele, 14 Tore in der zweiten Liga für Düsseldorf. Ach, Düsseldorf auch Erster. Wen wundert's? Mit den 2 ausgeliehenen Spielern. Ich glaube ja. Wir sind aber gerade dabei, einen Ersatztorwart, also einen neuen Torwart zu scouten. Ne? Also wir haben hier einige Leute reingehauen, die gescoutet werden. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Tabelle. Ja, wir haben hier auf jeden Fall einige, die Potenzial haben. Und wir lassen hier auch jetzt die Jugenden scouten. Ne? Wir können auch gerade schon mal in die Jugend von Bayern reingehen. In die A-Jugend. Torhüter, die sehen nicht so gut aus. Aber wir lassen auf jeden Fall mittlerweile mal die Jugenden auch scouten, damit wir
gut auch einen Ersatztorwart finden können für die Jugend. Und in der nächsten Saison hat unsere A-Jugend auch kein Torhüterproblem mehr, weil alleine 1, 2, 3 Torhüter aufsteigen in die A-Jugend. Also wäre ich dann da auf der Bank, weil mir die Entwicklung fehlt. Nein. Wir gucken. Also je nachdem. Ich kann es dir gar nicht mal genau sagen, aber du bist eigentlich ein ziemlich gutes Talent. Ja, 64 schon. Du könntest eigentlich schon fast zweite Liga spielen. Oder dritte Liga. Also von daher wirst du keine Probleme, denke ich, haben. Und ich sehe schon kommen, dass wir irgendwann sehr, sehr viele ausgeliehene Spieler haben werden. Also dass unsere Verleihliste sehr, sehr lang wird. Weil wir echt ein Luxusproblem bekommen. Außer wir verkaufen die halbe erste Mannschaft irgendwann. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir so mal rein. In das Spiel Golovin mit einer Form von 14 auch sehr gut unterwegs. Ja, das freut uns doch. Und heute geht's ran gegen Frankfurt. Und ich hoffe, wir können mal ein bisschen überzeugender sein, ja. Auch schon in der ersten Halbzeit, dass wir unsere Chancen dann mal nutzen und die mal wegballern. So ein bisschen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel. Moin, Numero. Moin, moin. Wie entwickelt sich Verlent? Verlent habe ich noch gar nicht so auf dem Schirm. Jetzt ist er noch in der B-Jugend. Und ich denke, mit einer 60 ist er da schon ziemlich gut. Ja, macht auf jeden Fall Fortschritt. Ist nicht schlecht. Spielentwicklung 144 Punkte verstärkt. Das ist schon sehr gut. Auf jeden Fall. Ja. Doch. Wir können gerade mal bei unserem Impact gucken. Der hat 83 Verstärkung. Ja, der kommt momentan nicht so ganz aus sich raus. Ja, ist aber auch erst 16. Also von daher... Oh, für ihn geht es aber auch schon mit 16 hoch in die A-Jugend in der nächsten Saison. Das halte ich doch ein bisschen früh, oder? Oder wird er noch 17 jetzt? 19.12. Er wird 17 dieses Jahr, okay. Dann ist verständlich. Ich weiß nicht, wie lange ich noch streame, jo. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Wir nehmen jetzt noch ein paar Folgen auf. Also auf jeden Fall die und die nächste nehmen wir noch auf, denke ich. Und dann schauen wir mal, wie lange der Stream noch geht. Ich würde sagen, wir gehen aber rein ins Spiel gegen Frankfurt. Danke, Ultras. Dankeschön für den Follow oder den Sub auf YouTube. So, das haben wir gerade gemacht. Dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel gegen Frankfurt. Bis gleich auf YouTube. Und ja, der Stream ist ja sowieso weiter mit dabei. Bis gleich. So Leute, willkommen zum 20. Spieltag der Bundesliga. Wir sind immer noch Erster mit ein bisschen Abstand jetzt. Und ja, vielleicht hauen die Leute mal ihre Tipps raus. Ich denke, wir werden heute wieder ein ziemlich schwieriges Spiel vor uns haben. Golovin steil auf Mirino, aber Hübner drängt ihm im letzten Moment noch nach außen ab. Ja, hier kommen 3-0, 1-3. Also 0-3, 1-3. Also es ist wieder auf unserer Seite. Ich glaube, es wird aber wieder knapp. 2-1 für Köln, 1-3. 1-3. Also die Leute glauben hier echt an ein Tor für Frankfurt. Ich glaube auch, dass Frankfurt ein Tor machen kann und auch wird bestimmt. 2-3 Köln, 3-1 Frankfurt. Eieiei, Tobias ist echt auf der Seite von Frankfurt. Der einzige, glaube ich. 0-2. Der momentan auf der Seite von Frankfurt ist. Und ja, wir versuchen alles, wir geben alles. Ja, wir müssen punkten, denn oben die Mannschaften hängen uns im Nacken. Über rechts kommt erstmal Weiser, versucht zu flanken. Der Ball wird abgefälscht, kommt aufs Tor. Radecki hat aber aufgepasst. Ist zur Stelle. Sieht aber gar nicht so schlecht aus von den Noten her. Golovin mit der 1. Dadaschow verlängert einen Einwurf von Golovin per Kopf. Shaw Cross stoppt den im eigenen Fünfer, kann nicht klären. Golovin setzt nach, schiebt den zum 1-0 über die Linie. Ja, nice. Golovin wieder richtig in der Blüte seiner Saison momentan. Macht unglaublich gute Spiele. Sané im Laufduell holt einen Eckball heraus. Oh, auch ein guter Einsatz von ihm. Nächste gute Möglichkeit für uns jetzt. Ecke von Mitchell Weiser. Laufduell zwischen Golovin und Gazzolo nach der Ecke. Am Ende kann sich der Gazzolo aber durchsetzen, bereinigt die Gefahr. Kein weiteres Problem für Frankfurt hier. Wir machen aber trotzdem weiter Druck, ja. Wir geben hier nicht auf. Mirino kann den Ball an der Strafraumgrenze ungestört annehmen. Zieht in den 16er. Sein Schuss aus 12 Metern stellt aber Riddicki leider vor keinerlei Probleme.
Leider. Flankenwechsel. Gazulu im rechten Halbfeld landet bei Stendera, der vernascht. Weiser schießt aber aus 17 Meter am Tor vorbei. Ja, da hat auch Frankfurt jetzt mal eine Möglichkeit gehabt, aber trotzdem jetzt wieder wir dabei. Leonardo Bittencourt schickt Dadaschow, der legt auf Sané ab. Toller Diagonalpass, findet der Golovin, der spielt den Querpass auf Dadaschow in die Mitte, der schiebt locker ein. Hredecky ohne Chance, was war das denn jetzt gerade für einen Spielzug? Nice. Bittencourt auf Dadaschow, auf Sané, auf Golovin, der wieder auf Dadaschow und Dadaschow macht den rein. So wollen wir das doch sehen. Nice. Nice. Oh, da war gerade nochmal eine gute Möglichkeit für Frankfurt. Tolle Parade aber von Baumann. Jetzt noch eins und zwei für Frankfurt. Meinst du, Maurice? Ja, aber auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr nice Spiel von uns. Marco Fabian hat das Bein etwas zu hoch genommen gegen Weiser. Gelbe Karte für ihn. Geht damit in Ordnung wegen gefährlichem Spiel. Alles gut. Weiser zum Glück nicht verletzt. Ja, obwohl wir hätten auch noch Stenzel, aber wir wollen es ja nicht beschreien, ne? Stendera kann sich auf dem linken Flügel nicht gegen Hector durchsetzen. Fabian kommt zur Unterstützung, bekommt den Ball, flankt in die Mitte. Gazulu kann Oliver Baumann noch abwehren. Aber Seferovic, gegen Seferovic, ist er machtlos? Und wir können nur zuschauen, da ist das, ist der Anschlusstreffer. Das gefällt uns jetzt wieder nicht. Das darf man nicht machen. Ist schon wieder nervig. Ja, aber ein Tor hattet ihr sowieso gesagt für Frankfurt. Glück gelangt der Ball in den Laufweg von Stendera. Er trägt den 30 Meter nach vorne. Flum schießt sofort. Weiser ist im Weg mit seinem Kopf. Jetzt gerade ist Frankfurt so ein bisschen am Drücker. Ja, da kriegen wir gerade nicht mehr so wirklich Zugriff. Verstehe ich eigentlich nicht, wenn man sich die Noten bei uns mal anguckt. Uiuiui, also Frankfurt jetzt mit den sehr, sehr guten Möglichkeiten hier. Noch zum Ende der ersten Halbzeit. Ja, da können wir froh sein, dass es nicht 2-2 steht sogar. Ja, also wir haben sehr, sehr stark angefangen in der ersten Halbzeit, aber das Ende der ersten Halbzeit gehörte dann eindeutig noch Frankfurt. Die hatten echt gute Möglichkeiten. Da müssen wir jetzt gucken. Lassen den Co-Trainer wieder entscheiden. Der macht sowieso immer das Gleiche, was ich auch machen würde. Wir müssen gucken, dass wir uns noch ein bisschen steigern. Ja. Hinspiel war auch unentschieden gegen Frankfurt. Also die sind hier echt nicht zu unterschätzen. Aber ich habe das Vertrauen in die Mannschaft, dass sie es machen können. Gerhard heute auch mit einer sehr, sehr guten Partie. Ja. Freut mich. Wir gehen rein in die zweite Halbzeit. Und harre der Dinge, die da kommen. Mirino läuft quer. Schaut demonstrativ Richtung Mittelkreis, luft den perfekt auf Dadaschow, der buxiert ihn an die Innenseite, an Ricky vorbei, versenkt den genau in der unteren Ecke. Weltklasse-Tor, nice, 1-3. Wir gehen, wechseln direkt wieder auf, weiter so. Und nice. Nice, 1-3. Dabei könnte es doch bleiben für viele, ne? Aber nochmal Frankfurt, die sind auch sehr gefährlich. Kelvin über die rechte Seite, spielt den in die Mitte auf Stendera. Wie eins der Bomber ins linke Eck zieht. Herauskommt ein harmloser Roller. Jetzt noch eins von Frankfurt. Ja, Maurice hofft natürlich noch auf das 2-3, damit sein Tipp aufgeht. Schauen wir. Da war ich ja knapp dran mit 0-1. Ja, warst du. Gelb-Rot für Fabian. Eieiei. Frankfurt jetzt in Unterzahl ist natürlich nochmal besser für uns. So, Ergebnis passt, jetzt darf nichts mehr passieren. Sean Cross hindert Gerhard erfolgreich am Flankenklär zur Ecke. Wir sind jetzt in Überzahl und das müssen wir jetzt gnadenlos ausnutzen. Und das ist eigentlich auch eine gute Partie, um Pulisic nochmal wieder reinzubringen. Ecke landet vor den Füßen von Hector, der nimmt den an. Zieht entschlossen ab. Komm, mach das Tor. Dadaschow steht in der Schussbahn. Fällt hier mit der Hacke ab. Hredecky chancenlos. Aber der Ball kullert am Tor vorbei. Schade. Ich denke, wir werden gleich mal. Heute ist Bittencourt ja sowieso nicht so gut drauf. Da können wir eigentlich gleich mal Pulisic reinbringen. Hier fliegt schon wieder Zeugs an mir vorbei. Ein Tor für Köln noch. Hat so 1-4 getippt. Oder was? Javier.
Golovin legt schön raus auf Bittencourt. Der verzieht aber. Schade. Ja, wir werden jetzt gleich mal auswechseln. Dadachow startet genau im richtigen Moment und drückt ihn über die Linie. 1:4. Tja, Javier, was sagst du dazu? Was sagst du jetzt dazu? Krass. Mirino legt schön für Sané auf. Der verzieht. Da muss er mehr draus machen. 1:4, Leute. Wir spulen jetzt noch Pensum runter. Guter Moment, um Leute reinzuholen, die nicht so oft spielen. Sehr guter Moment. Hau Lehmann noch rein. Naja, machen wir lieber, geben wir lieber Pulisic und Kempf eine Möglichkeit. Lehmann vielleicht am Ende. Ja, nochmal so letzte 10 Minuten oder sowas. Das können wir gerne machen. Nee, bei mir ist kein Hochwasser. Also zumindest nicht direkt vorm Haus. Ja gut, was sollen die Frankfurter auch machen? Hier steht gerade, wenn man die Körpersprache der Frankfurter hier sieht, weiß man, dass es um die Mannschaft heute schlecht gestellt ist. Aber gut, was sollen sie auch machen? 1:4, Unterzahl. Ist halt ein bisschen demotivierend, die ganze Situation. Gut, wir warten jetzt noch den einen Angriff ab. Flanke von Pulisic und dann kommt Lehmann rein für Hector. Dadachow bekommt den Kopfball, allerdings kein Problem für Radecki. Und wir machen es anders, ja. Wir wechseln Mirino aus, Hector geht ins zentrale Mittelfeld. Dann nehmen wir die bessere Form von Mirino noch mit. Und, oder dem Torwart was gönnen. Wir können doch nicht einfach den Torwart auswechseln, oder? Sollen wir Torwart auswechseln anstatt Hector? Moin, Dias. Moin, moin. Ja, haut mal raus, Leute. Sollen wir Torwart raus? Sollen wir Torwart reinholen oder sollen wir eher Lehmann? Torwart wäre halt auch geil, ne? Wenn wir jetzt einfach den Torwart auswechseln, einfach der Disrespect. Nee. Also Duty schreibt nein. Was nein? Nein zu Lehmann oder nein zum Torwart? Weil eigentlich ist es scheißegal. Ja. Wir sind hier 1:4 vorne. Ich verliere schon wieder Bart. Meine Stimme geht auch schon wieder weg. Ah! Okay. Lehmann rein, Lehmann rein. Okay. Machen wir Lehmann rein. Machen wir das so. Lassen wir den Torwart drin. Gehen wir weiter. Nicht den Torwart. Okay. Alles klar. Machen wir so. Kommt Matthias Lehmann noch rein, unser Kapitän, ja. Bester Mann. Deine letzte Saison bei uns, meine ich. Matthias Lehmann drinne. Ja, Pulisic auch. Gut, nehmen wir auf jeden Fall die gute Form von Mirino mit. Mit der 1,5. Kann man das auf jeden Fall machen. Den auszuwechseln. Und wir können ja zum Glück mit Hector... Die können wir überall hinstellen. Nochmal eine Möglichkeit. Ecke Mitchell Weiser. Ja, der Chat braucht echt ewig, bis ich ihn sehe. Radecki hat keinerlei Probleme. Und Weiser ist verletzt und muss raus. Kapselriss im Knie. Geil. Habe ich nicht eben noch gesagt? Zum Glück ist Weiser nicht verletzt. Habe ich es nicht eben noch gesagt? Duty, aber das ist das Problem an YouTube. Der YouTube-Chat braucht einfach Ewigkeiten. Deswegen predige ich ja schon seit, keine Ahnung, seit Monaten. Kommt bitte alle rüber auf Twitch, dann kann ich nur noch auf Twitch streamen. Ja? Weil der YouTube-Chat ist einfach mega scheiße bei mir. Ganz ehrlich. So, wir haben gewonnen. Weiser hat sich noch verletzt. Gut, ist jetzt Zeit für Stenzel. Aber wir haben gewonnen und Dortmund hat wieder gepatzt. Dortmund hat wieder gepatzt. Geil, wieder unentschieden gegen Leipzig und wir sind jetzt 4 Punkte weg. Nice. Nicer Scheiß. Und wir gehen in den Nachbericht. So, Leute. Ja, Nachbericht. Sehr gutes Spiel von uns. 1:4. Frankfurt, ja, keine wirkliche Chance gehabt. Das eine Tor war wieder unnötig, das wir kassiert haben. Aber ich denke, wir haben das souverän gemacht.
Wir hatten zwar 6 Chancen auch, aber ich denke, das war ein ganz souveränes Spiel von uns. Ja, Merino, bester Mann heute gewesen. Sehe ich auch so. Yes, richtig getippt. 1:4 hast du getippt, Javier. Krass. Nice. Nice. Müssen wir eigentlich auch mal so ein... Ich weiß nicht, ob man das machen kann. Ja. Ob man so ein Tippspiel oder sowas machen kann. Muss ich mal gucken, ob ich das im Bot irgendwie eingerichtet bekomme. Ja, 3 Tore heute von Dadachov. Auch sehr, sehr geil. Ja, der Mann ist auch ordentlich on fire momentan. Gucken jetzt gerade mal, wie lange Weiser verletzt ist. 10 Tage das geht. 10 Tage geht. Geht auf jeden Fall. Ja, heute 3 Leute von uns in der Mannschaft der Woche. Merino, Golovin und Dadachov. Und Dadachov ist sogar bester Stürmer. Bester Spieler war aber Nuri Sahin. Okay. Also Spieler des Tages ist Sahin geworden. Alles klar, wir waren wieder die zweitbeste Mannschaft. Freut mich, Bremen erste. Und Dadachov hat ein bisschen aufgeholt, was die Tore angeht. Finde ich echt geil. Ja, und danke nochmal, Demon, für den Follow auf Twitch. Dankeschön. Gut, gehen wir weiter, würde ich sagen. Und die Folgen werden einfach so Ewigkeiten lang, ne? Das ist krass. Zweite Mannschaft gewinnt noch gegen Waldhof Mannheim. Gegen Monnem. 3:0 mit 2 Toren von Trautmann. Ultra nice. Obwohl wir in Unterzahl waren sogar. Oh nice. 2 Tore von Trautmann, 1 von Podolski. Ja. Unser Poldi in der zweiten Mannschaft. Sehr, sehr nice. Ja, unsere zweite Mannschaft steht auch vorm Aufstieg. Also ich denke, da wird nicht mehr viel passieren. Da müssen wir noch Relegation spielen und da hoffen wir mal, dass unsere zweite Mannschaft in der nächsten Saison in der dritten spielt. Gut, da würde ich aber sagen, war es das erstmal für die Folge auf YouTube. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich denke, wir werden jetzt auch noch eine im Stream aufnehmen. Oder kommt nochmal die nächste Follow rein. Was ist denn heute los? Dankeschön. Sinan, Dankeschön. Gut. Habt euch wohl, macht euch einen schönen Tag auf YouTube im Nachhinein und ja, haut rein. Ciao.